Herzlich willkommen zurück zu OMD2 mit meiner hinreißenden Partnerin Mrs. Enrage. Ja. Yeah. Immer noch alles geübt. Und es ist Take 2. Take 2, genau. Von Takes. Keine Ahnung. In der Schlucht. Probieren wir ja jetzt aus, ne? Ja, genau. Wir machen jetzt wieder die Schlucht des Verderbens. Ganz leicht zum selber zusammenbasteln. Ja, wir kennen die Level ja eigentlich sowieso alle schon. Nur schlimm ist, wenn man sie dann mehrfach doppelt spielen muss, weil das Game, nicht mal das Game ist abgeschissen, eigentlich nur die Internetleitung. Und das Game, ja, die Game-Server, die programmiert worden sind, daran schuld, siehste? Keine Sorge. Stimmt, allerdings, aber wir können es trotzdem auf dich schieben. Ja, das stimmt. Weil ich bin ja auch der, der aufnimmt. Also von daher bin ich sowieso an allem schuld, was irgendwie passiert. Ich habe vergessen, Paul mitzunehmen. Ja, müssen wir jetzt ohne Paul auskommen. Ja. Yeah. Jetzt kennen die Leute Paul gar nicht. Ja. Schlimm wird hier, wenn die gar nicht kennen. Er ist so ähnlich wie Kevin, er bringt auf jeden Fall immer sehr viel schlechtes Wetter mit. Ja. Ja, falls das jetzt hier noch abkackt, kannst du ihn ja wieder mitnehmen. Genau. Dann kriegt das hier nie jemand so selten. Wobei, wenn ich mal denke, als wir angefangen haben, das durchzuspielen, bis zur ersten Hälfte des Spiels, ohne einmal einmal Verlust zu haben. Ich glaube, wir hatten allgemein jeden Problem mit Verbindung, ne? Nee, das kam erst mit den ganzen Patches ab den DLCs leider. Das ist schon ziemlich fies. Ein bisschen ärgerlich. Das ist im DLC enthalten. Ja, genau, leider. Das war. It's not a bug, it's a future. Das verlängert den Spielspaß um einige Stunden. Das stimmt. Und für Let's Player sowieso um... Keine Ahnung. Halt 10 Parten mehr, so ist das halt. Also ich glaube, das Projekt wird zum Schluss mehr Outtakes haben, als es Episoden hat. Das würde mich nicht wundern. Mich auch nicht. Wir sind jetzt aber erst bei 2. Ja, das hier ist Part 3. Also geht noch gut mit erstmal. Nee, die Falle da ist, glaube ich, dämlich. Irrelevant, du hast sie ja jetzt. Ja, ich bin der Kriegsmagier, das heißt, bei mir ist erstmal alles von mir aus cool. Ich sehe keine Fehler. Ich sehe darin nur eine Möglichkeit, Ork Schmerzen zuzufügen. Auf nicht ganz so effektive Art und Weise. Ja, eine Gewitterwolke. Oh. Oh. Bam. Versucht dich abzuschießen. Ich merke das war gar nicht. Schon. Muss ein bisschen mit der Ads-Ulti snipe, Penner. Komm schon! Voll daneben! Ich hab's gesehen. Und dachte mir nur so, what the fuck? Und ich hab schon 3 abgeschossen. WTF? Doch schon. Game will mich trollen. So. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Das wie immer. Das ist ja Standard. Kommt schon. Okay. Yes. Nein, die sind alle schon tot. No. Ach so. Hauptsache, es passiert erstmal gar nichts. Ich vermisse irgendwie den Doppelsprung. Jetzt kommst du auf deiner Seite. Oh. Freund. Das sind unsere Freunde. 1, 2, 5. Ja, ja. Der Kriegsmagier verzehrt sich so oft. Nur weil du Leistungskurs Mathe hattest. Ja und? Das als Mathe für Interessierte. Genau. Ich werde ja auch, keine Sorge, ich werde Mathe Grundkurs nehmen. Ach, du machst doch nur BG. Ja, aber später. Ja, dann ist das zu empfehlen. Ja. Bei dir ist, glaube ich, Englisch Leistungskurs angebracht. Ja, wird dann so wie bei meinem Bruder laufen. Ich komm hin, schlaf. Wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Das war mal sehr schön ausgerückt. So. Ja, auch mal vorkommen. Wobei ich mit dem Penner noch. Bei dir. Muss mit dem Penner noch Plants vs. Zombies aufnehmen. Theoretisch müsste ich auch mit ihm noch gar nur 3 aufnehmen. Das Problem ist, wenn es gerade eh mit dem Rennern nicht so klappt, spare ich mir erstmal jede Aufnahme, mache nur eine Testaufnahme von einer Minute. Und wenn das dann gut klappt,
dann wird erstmal kräftig aufgenommen, aber vorher nimmt erstmal gar nichts auf. Dann dachte ich mir, ja, dann nehmen wir jetzt hier ganz viele Parts auf. Ja, die muss ich ja rendern, genau. Nee, ich hab ja Zeit. Ja, das stimmt. Aber sie ist positiv, du darfst nochmal ein ganzes Let's Play neu aufnehmen. Das macht doch auch Spaß. Bam. Los. Oh. Ich bin fertig. Kommt schon. Yes. Yo, nice. Richtig. Ich hab das Gefühl, da ist einer runtergefallen. Yes! Den hab ich bekommen, den hast du nicht bekommen. Ja, natürlich, ich hab den gesniped. Deine Anzeige hat gelogen. Ich hab den gesniped. Dein Ziel, was du snipest, ist die Toilette. Oh, danke. Jetzt habe ich insgesamt 9 Schädel, das reicht für nicht für den Ring. Ich kann ihn dir auch nicht kaufen. Wir haben übrigens besagte Sprungfederfalle jetzt bekommen. Ich weiß, meine Lieblingsfalle. Ich weiß noch nicht, ob ich das in diesem Part erwähnt hatte. In der Fail-Aufnahme. Ich bin überfragt. Wir sind auf Rang 15.000. Ich denke mal, das ist cool. Ich weiß noch nicht gerade, wie weit es nach unten gehen kann. Ach so, nee, warte mal. Ah, ich habe insgesamt 13 Schädel. Das ist optimal, denn das Teil kostet 13. Yay. Ja, die Zahlen, ne? So. Werde ich die Sprungfederfalle direkt mal ausbessern, damit die mal ein bisschen besser wird. Und Schwefel auch schon mal ein bisschen stärker machen. Weil Schwefel Spaß macht. Und dann würde ich sagen, beende ich hier den Part. Dann sehen wir uns morgen irgendwann wieder. Tschüss. Bis denn.